Willkommen zurück bei Tomb Raider 4 The Last Revelation. Wir haben beim letzten Mal hier so ein paar Planeten gerückt, haben dann die Erde doch noch in das Zentrum des Sonnensystems gerückt, denn damals dachte man ja noch, die Erde ist der Mittelpunkt. Ja, aber die anderen beiden Planeten weiß ich jetzt nicht, wie wir die rauskriegen, beziehungsweise den einen Planeten, den Mars und dann die Sonne halt noch. Denn den Stern kriegen wir definitiv nicht hiervon raus, der bleibt da drin. Aber zwei Sterne noch mal irgendwo herbekommen? Ja, das dachte ich mir. Hier ist noch nichts los. Da hoch kommen wir auch nicht, oder? Ich sollte einfach nur nach oben springen. Da müssen wir sogar irgendwann hoch, weil da so eine Strickleiter oder was ist. Hier war auch nichts weiter, ne? Hier waren bloß diese beiden Feuerviecher, die ich dadurch kaputt gemacht habe, weil ich ins Wasser gesprungen bin. Aber da unten ist jetzt nicht nochmal ein neuer Stern entstanden, oder? Wo wir den ersten her haben, nicht, dass wir da nochmal hin müssen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Da waren ja noch zwei andere Wege. Mit jeweils Fallen, aber da waren mit diesen Kettenfallen. Aber da gab es halt auch nichts weiter. Hier vielleicht irgendwo was zum Hochklettern? Nö. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier nichts gibt. Aber nichts. Halt. Ach, ihr Säcke, ey. Es ist unfassbar. Nur leider ist das Tor zu. Scheiße. Guck mal, das ist eine Kette. Kann sie die vielleicht öffnen? Geht nicht, verdammt. Ich habe eigentlich wirklich keinen Bock nochmal da drüben runter, wo diese Fallen sind. Aber eventuell bleibt uns nichts anderes übrig. Vielleicht öffnet sich ja jetzt hier so eine andere Tür, die noch verschlossen ist. Nee, die nicht. Da hatten wir dann auf der anderen Seite noch eine. Auch nicht. Na gut. Ganz links, da war nichts weiter. Es kann eigentlich dann nur noch hier irgendwo wieder was sein. Mit diesen bescheuerten Fallen. Also runter ging es gut.
halbe Lebensenergie leistet, zieht ein Scheißding ab. Mit dem Metallhandschuh kann ich doch hier nichts machen, oder? Irgendwie. Ich glaube halt auch nicht, dass der für Lara bestimmt ist. Haben wir hier irgendwo nochmal eine Leiter oder eine Nische oder sowas? Tatsächlich. Ich fasse es nicht. Ich dachte, die Animation, die reicht schon, um da hoch zu klettern. So, da geht's weiter. Guck mal an. Aha. Okay, wo sind wir denn da? Jetzt wahrscheinlich die anderen Sterne. Oder so eine Feuergruben. Scheiße. Okay. Und Tropfen tun die ja nichts, oder? Haben sie bisher zumindest noch nicht. Klick. Och. Wieder was anderes noch zum Einsetzen. Da rechts wäre die Leiter. Okay, geht doch nicht an. Nö, 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 nö. Verdammt. Ob wir da mit so einem Explosionspfeil besser wegkommen. Vielleicht muss ich den auch gar nicht erledigen. Man geht ja immer erstmal davon aus, dass man auf jeden Fall die Gegner töten muss, aber der reitet wohl weg. Boah, haut er rein. Okay, ich dachte, wir kommen da hoch. Gut, dann dürfen wir. Jawohl. Ist er tot? Hey, lass mich weg. Den von hinten zu treffen ist wahrscheinlich nicht so schlau. Ich hoffe, dass der was fallen lässt, falls ich den töten kann. Thank you.
auch langsam eng mit unserer Munition, muss ich sagen. Ah, da ist die blaue schon alle. Ich nehme jetzt mal die Uzi, wir haben ja 830 Schuss davon. Okay, Schaden frisst er auf jeden Fall. Komm, dreh rum. Hat er das gehört? Wow. Och, dann geht er aber auch kaputt. Das gibt's doch nicht. Die Stange hätten wir auch noch höher gehen können. Er tut gar nichts dergleichen. Hier ist ja nichts, ne? Da ist ein Gitter, da sind irgendwelche Gewichte dran. Soll ich den hier drüber locken? Warte mal, kann ich die hier aktivieren irgendwie? Ich dachte, dass ich hier einfach das Feuer anmache, dass der dann drüber rennt und ich kann mich hier direkt wieder abduschen. Wir könnten ja die Stange noch höher. Komisches Gebilde, wo wir hier sind. Gut, klettern wir sie mal nach oben. Hoffentlich kommt da noch mehr. Sah zumindest vorhin so aus. Also ich hoffe echt, dass wir den jetzt nicht töten müssen. Der fiel zwar vorhin mal vom Pferd. Verdammt, ging doch nicht weiter höher. Okay, ja, dann müssen wir da unten auf jeden Fall irgendwas machen. Wir können es ja mal, wir haben ja noch 7 Explosiv-Ammo haben wir noch dabei. Achso, das war hier das mit der Öffnung. Na toll. Haha. Hab mit deinem Scheißpferd. Lass mich vorbei. Steh auf. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn ich den jetzt hier mit der Explosivammo angreife. Tut das gar nichts. Lacht er doch in seiner Metallrüstung. Hm. 48 haben wir bloß noch von der.
3 kleine, 8 große nur noch. Hier komme ich ja nicht ran, oder? Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Typen machen soll. Ich kann ihn mit einem Metallhandschuh erschlagen. Granatwerfer haben wir noch nicht. Giftammo? Nee. Ja, genau. Blende ihn mit einer Fackel. Da fiel vorhin einmal vom Pferd. Vielleicht wäre das meine Chance. Hat er sich festgebackt oder was? Im Arsch, ich bin da drüben. Jawohl. Drauf aufs Pferd? Das vielleicht? Nee. Oh, ich bin gleich tot. Hey, pack deinen. Mann, hau doch mal ab. Fällt durch die normale Schrotammo gar nicht. Doch, jetzt. Oh, na endlich. Das war auch die letzte Munition. Scheiße. Haben wir es doch noch gepackt, ey. Genau, oben mussten wir das einsetzen, ne? Junge, Junge, Junge. Das wäre nervenaufreibend gewesen. Wir haben keine Schrotmunition mehr. Das ist echt miserabel. Gibt es in Alexandria nicht irgendwo einen Laden, wo wir eventuell was kaufen können? Was war das? Reiterkristall oder was? Keine Ahnung. Aha. Ja, dann zieh mal da dran. Er hat sich unterirdisch irgendwo was geöffnet. Wo? Oh Gott, wo soll das denn sein? Um Himmels Willen. Ich weiß jetzt echt nicht, wo das ist. War das hier unten? Natürlich nicht gespeichert, nachdem wir den Wichser erledigt haben. Wo ist denn der letzte Speicherpunkt? Achso. Ja, hier oben, okay. Gut, jetzt wissen wir, dass wir den mit der Schrot runterholen müssen. Wir haben sogar noch einen 41 von der blauen. 49. Na gut. Scheiße. Knie dich. Achso. Geht nicht mit der Schrot? Nee. Mann! Oh, das war so dämlich gerade. Renn hin und prügel den gleich weg. Komm schon. Okay, den müssen wir auf jeden Fall da irgendwie runterschießen und dann kaputt machen. Mehr. Dürfte schneller gehen, jetzt wissen wir ja über den nach. Jawohl. Mehr du Lurch.
Achso, der hält allgemein mehr aus. So, mal ein bisschen Heilung. Sieht auf jeden Fall besser aus als beim letzten Mal. Okay, gib mir deinen scheiß kleinen Kristall. Ha! Ach hier, hat sich das Tor hier geöffnet? Schauen wir nochmal nach. Gehen wir nochmal hoch. So, das läuft doch schon mal besser. Tja, ist ja immer so, ne? Man muss das dann erstmal raus haben und dann funktioniert es auch. Mich mal ein bisschen. Reiterjuwel. Oh. Plopp. Weiß nicht, wo das sein soll. Das ist halt irgendwo unter uns, klar, aber weiß jetzt nicht, ob das geflutet ist, wo wir gerade gegen die Reiter gekämpft haben. Sieht nicht so aus. Okay. Das Geile ist ja, es gibt dann Rätsel für Rätsel für ein Rätsel, wo man dann irgendwann mal was bekommt, was man vor 3 Stunden einsetzen muss. Ja, scheiße, ich habe auch gehofft, dass es hier geöffnet hat. Mist. Okay. Tja, bin jetzt wieder total planlos, weil ich nicht weiß, wohin. Schade. Haben wir das... Ach ne, das Reiterjuwel, das haben wir da eingesetzt, das haben wir nicht mehr. Hm. Wirklich, wirklich schade. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal Schluss. Die Zeit ist eh vorbei. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wie immer. Und... wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.